Argentinien, Winzer Ezequiel, 40, empfing am Dienstagabend bei Bauer sucht Frau International zwei Frauen auf seinem Hof in Argentinien. Eine von ihnen ist keine Unbekannte. Es kommt gleich zu mehreren unangenehmen Situationen. Lisa, 31, und Sibylle, 42, reisten 12.000 Kilometer, um den Flottenbauern in der argentinischen Provinz Mendoza kennenzulernen. Als gelernte Friseurin weiß Lisa, worauf es ankommt, mit topgestylten Haaren stapft sie aus dem Hotel und wartet auf den 40-Jährigen. Sibylle hat einen anderen Ansatz. Sie packt ihre mitgebrachte Trompete aus und möchte noch kurz anblasen, um für den Moment gewappnet zu sein, in dem Ezequiel eventuell ein Ständchen hören möchte. Viel Zeit bleibt den Damen allerdings nicht, denn der motivierte Bauer, der laut Lisas erstem Eindruck noch flott unterwegs ist, bringt seine Single Ladies zur Hacienda. Während Sibylle auf Gefühl setzt und sich prompt in die starken Arme und braunen Augen des Argentiniers verguckt, setzt Lisa auf ihre sexy Reize. Denn sie weiß wie keine zweite, was es heißt, sich im Fernsehen zu präsentieren, gern auch mal nackt. Damals noch mit frechem Kurzhaarschnitt trat die Friseurin im RTL-Format Adam sucht Eva auf. Die Show, in der sich Promis und Nicht-Promis splitterfasernackt vor die Kamera stellen und versuchen, die große Liebe zu finden. Damals verguckte Lisa sich in Profiboxer Danny Heidrich, 34. Sie verbrachten ein romantisches Date miteinander, außer einer öligen Massage blieb es jedoch recht jungfräulich. Geschenkeübergabe sorgt für fragende Gesichter. Davon ist im ersten Aufeinandertreffen jedoch nicht die Rede. Lisa präsentiert ihrem Lieblingsbauern lieber ihren mitgebrachten Geschenkekorb, was beim Zuschauer beklemmende Gefühle auslösen könnte. Offenbar möchte die Dating-Show-Teilnehmerin ein bisschen Deutschland ins argentinische Hinterland bringen. Und was packt man da in den Koffer? Klar, 5 Minuten Terrine la Gulasch und einen Piccolo. Gerade letzteres wirft Fragen bei Winzer Ezequiel auf. Habe er noch nie gesehen, gibt er zu. Große Augen bei Lisa, dass er überhaupt keinen Sekt kennt, finde ich fragwürdig, gesteht sie. Ich probiere es einfach mit ihm und dann werde ich weitersehen, ob man sich gut findet oder nicht. Immerhin hat der Naturbursche auch eine Kleinigkeit für seine beiden Damen. Beide bekommen einen Cowboy-Hut und Handschuhe von ihm. Für die Arbeit, erklärt er ihnen. Romantisch. Lange wird nicht über die misslungene Geschenkübergabe nachgedacht, denn die Frauen müssen gleich nach der Ankunft Hand anlegen. Lisa setzt auf funktionsfähige Arbeitskleidung. Denn das Bewässerungssystem für Ezequiels Pflanzen muss überarbeitet werden. Das kühle Nass kommt, streng limitiert, nur einmal die Woche vom Berg aus dem Stausee zu den Landwirten. Schnell muss ein Graben gebaut und umgeleitet werden. Lisa möchte sich beweisen und zieht sich um, um nur wenig später in Wollsocken und Puschen auf die Terrasse zu treten. Über die Wahl ihrer Arbeitskleidung muss der 40-Jährige schmunzeln und drückt ihr Gummistiefel in die Hand. Ich hoffe, er findet es auch sexy, dass ich helfe und dabei anpacke, wünscht sich Lisa. Der Graben hat nach harter Arbeit Form angenommen und die Friseurin hat den Schlamm im Gesicht und an den Beinen kleben. Musst du später abwaschen, beginnt sie zu flirten. Oh, schön, das finde ich sexy, springt der offenbar ausgehungerte Fußballfan auf das Angebot an. Für dich mache ich mich gerne dreckig, kommt es wie gerufen aus Lisas Mund. Wenig später bezeichnet sie sich liebevoll als Drecksmaus. Sibylle trägt indes Schaufeln voll Schlamm durch die Gegend. Ob sie mithalten kann? Ich habe noch keine Präferenz, versichert Ezequiel. Bis jetzt sind beide schön und sympathisch. Die nächste Bauer sucht Frau International Folge zeigt RTL am kommenden Montagabend, 22. Mai, ab 20.15 Uhr. Zeitgleich laufen die neue Folge sowie alle vergangenen im Stream bei RTL Plus. Love was not for thrills or hell. I was your star.
Says you can be, but be should you find.